ist. Weißt du, wenn es jemand gefällt und sowas, sollst du die Person auch noch als Freund hinzufügen und ich weiß nicht, was noch alles, weißt du? Und die Bilder, die da gepostet werden, meine Güte, die sind da vielleicht auch billig teilweise, weißt du? Da sind dann hier so, weiß ich, 14- bis 16-Jährige, nicht nur Mädchen, auch Jungs und sowas, die ziehen sich da so richtig billig an, schminken sich wie so ein Clown und, Alter, das geht nicht. Ja, weißt du, als ihr das gesehen habt, dachte ich mir nur so, WTF. Na, und dann kommen halt sogar noch dazwischen auch noch so ein paar Fotos, wo sie sich dann tatsächlich nackt präsentieren. Alter, Leute, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Das ist Facebook. Facebook gehört der USA. Und USA spioniert uns aus. Weißt du, und wenn es dann irgendwann, das habe ich ja schon öfter gesagt, wenn es dann irgendwann dazu kommt, dass ihr berufstätig seid und dann kommt dann irgendwann der Chef und sagt so, ja, ne, Frau so und so, nettes Nacktbild und sowas, ne, Alter, denke ich mir nur so, WTF, dass die Leute da nicht nachdenken, was da überhaupt auf Facebook posten und ich weiß nicht, was noch alles und das ist einfach nur für mich unverständlich, sorry, aber, ehrlich, ich verstehe es einfach nicht, wieso, warum? Warum interessiert es die Leute, vor allem auch so viele wildfremde Leute, was die denn überhaupt über einen denken? Wieso muss man da ständig solche Fotos posten, weißt du, mit so, oh, ja, ne? Was hältst du so von mir? Wie schlampig findest du mich denn? Und so weiter. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein, irgendwie. Weißt du, etwas, was mir persönlich einfach sowas von derart scheißegal ist und ich weiß nicht, warum zurückgehe, vielleicht sollte ich jetzt mal wieder die Renderdistanz ein bisschen runterstellen. Normal war das. Und, ich weiß nicht, also, das, also, falls das jetzt hier irgendwer von den Leuten sieht, ne, also, sorry, ne, aber ihr postet da extrem billige Bilder. Lasst den Scheiß und besorgt euch ein Real Life oder sowas. Ganz ehrlich. Weißt du, ist auch mal drauf geschissen, wo dann gesagt wird, ja, hier, ne, du bist Gamer, ey, besuch den Leben, ey, und so, ne, aber, hallo? Mit sowas kann man sich auch ein Leben ruinieren hier, mit so einem Facebook-Scheiß. Ist so. Gab schon genug Fälle und, ich verstehe es einfach nicht. Wie die Leute da so wirklich so ohne Sinn und Verstand da einfach nur alles über sich preisgeben quasi, weißt du? Nicht nur diese 10.000 Duckface-Fotos, was hier sowieso keiner sehen will, ne, und, ich verstehe es nicht. Und irgendwie hat mich diese Gruppe an dem Tag einfach nur aufgeregt, ne. Ich bin da halt einmal kurz beigetreten, um zu sehen, was da für ein Schwachsinn ist. Weil, hallo? Wenn der Name der Gruppe schon heißt Biggest Adverse 2013, ey, da, ne, also, da kannst du ja auch nur noch an den Kopf fassen. Das verstehe ich nicht, ne? Das verstehe ich gar nicht. Aber ist okay. Ich lasse das jetzt einfach mal dabei, wie es denn ist, und versuche mich da jetzt auch nicht mehr großartig drüber aufzuregen, weil es bringt ja eh nichts. Und stattdessen werden wir jetzt hier unsere kleine Wüste noch mal ein bisschen zugleistern. Wo ist der Enderman? Ich habe ihn gehört. Gibt wahrscheinlich hier wieder irgendwo unter uns eine Höhle. Und apropos Höhle, muss mal kurz hier die Playlist wieder ändern. Nicht das Lied, das hatten wir schon ein paar Mal. Ist okay. So. Erstmal die Kakteen hier weg. Nicht, dass die mich hier noch beim Bau behindern. Plopp. Und plopp. Und jetzt haben wir doch hier jede Menge Erde, genau. Müssen wir hier so ein bisschen. Wir machen jetzt nicht Reihe für Reihe hier einmal vollständig, sondern halt so den Bereich quasi, wo wir dann später bauen werden. Deswegen mache ich hier jetzt erstmal nur so ein Stückchen. Und ja, dann mal gucken. Ich frage mich manchmal, was so in so Leuten vorgeht, weißt du, die da einfach jeden Scheiß auf Facebook posten. Sei es irgendwelche komischen Nacktfotos oder sowas, weißt du, das verstehe ich sowieso nicht, warum solche Fotos dann nicht sofort von Facebook gebannt werden. Weißt du, und der dazugehörige Account dann am besten gleich mit.
Weil das ist, grenzt ja schon fast an Prostitution. In dem Fall. Obwohl, na, nicht ganz so krass, ne? Weil ist ja dann immer noch was anderes, aber sich derart billig preiszugeben, ich verstehe es einfach nicht. Vor allem, es sind ja nicht wenige, die das machen, ne? Also, wäre es eine Person oder sowas, ne? Dann könnte man ja noch sagen, ja, ne? Also, bei der ist es krankhaft bedingt oder ähnliches. Aber es sind ja so viele. Und das verstehe ich nicht. Und warum Facebook da nicht durchgreift und so weiter und so fort, das verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, das sind so Sachen, weißt du, die kann man nicht verstehen. Ein paar Dinge auf der Welt, die es einfach nicht zu verstehen gibt. Oh, noch ein Kaktus-Ding. Plopp. Ja, hat plopp gemacht, okay. Habe ich so laut plopp gemacht, dass ich das eigene Plopp-Geräusch nicht mehr gehört habe. Und schon wieder keine Erde. Irgendwo unter uns muss eine Höhle sein, weil vorhin war da ein Enderman, jetzt habe ich da einen Zombie gehört. Und ich muss gleich schon wieder ein Brötchen knabbern, das gibt's auch nicht. Der Typ hier hat auch immer Hunger. Ehrlich. Immer hat er Hunger. So. Nein. So. Wir können uns auch mal demnächst Kekse machen, auch wenn Kekse nicht so viel von Hungerleiste machen, ja, aber ich mag Kekse. Kekse sind Beste. So, dann machen wir hier auch nochmal alles zu. Und dann geht es gleich an das fleißige Bauen. Ich freue mich schon. Ich freue mich tatsächlich. Allerdings habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass ich es einfach nicht super hinkriegen werde. Aber es wird auch wieder so ein Bauprojekt. Weißt du, das kannst du nicht so von heute auf morgen kreieren. So zumindest fertig. Oder ich zumindest nicht. Aber ich gucke mal, was ich draus machen kann. Habe ich jetzt eigentlich... Ja, die Glowstones habe ich dabei. Gut. So, also ich habe mir das auch mal kurz skizziert, wie ich zumindest den Grundriss davon machen werde. Deswegen werde ich da gleich nochmal meine Paint-Vorlage zu Rate ziehen. Ja, also nicht wundern. So, Erde haben wir jetzt keine mehr. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir fangen jetzt einfach an. So. Paint-Vorlage, wo bist du? Da bist du, sehr schön. So, das Ganze fängt jetzt mit Fichtenholz hier irgendwo an. Wir haben eigentlich ziemlich wenig Fichtenholz, aber egal, wird schon. So, machen wir erstmal einen Türeingang. Türeingang fange ich eigentlich immer gerne mit an. Weil, ich weiß auch nicht, ist halt so. Zack. Und ja. Das ist das neue Haus. So wird es sein. Nein, natürlich nicht. Gut. Dann müssen wir hier und hier wieder Erde wegreißen. Da kommt dann gleich der Glowstone rein. Also muss ich mir mal den Glowstone so ein bisschen in die Leiste ziehen. So. Dann machen wir 1, 2, 3 und noch einen vierten. Und dann pass auf. Wir gehen nicht da, sondern wie man das hier, ja. Ja, damit hast du ja nicht gerechnet, ne? Dachte ich mir. So. Dann müssen wir hier auch wieder ein bisschen Erde wegreißen. Das trifft sich gut, dann können wir hier auch so ein bisschen die Lücken hier hinten füllen. Hat alles wieder einen Sinn und Zweck und so weiter und so fort. Muss ja sowieso alles irgendwann grün gemacht werden. So, dann kommen hier wieder Glowstones rein. Hier kommt dann wieder... Hier kommt dann wieder Holz hin. Und dann kommt hier ein Holz hin. Und hier ein Holz hin. War das jetzt richtig? Nein, laut meiner Skizze nicht. Dann kommt das halt wieder weg. Habe ich eine Axt? Nein, die Axt habe ich vorhin abgelegt. Natürlich. Wieso habe ich dann auch die Axt nicht abgelegt? Also, war mal wieder typisch Mammut. Also ganz typisch. Nämlich habe ich hier jetzt eine Reihe zu früh das Ganze gemacht. So. Dann kommt hier das weg. Und zack. Und dann kommt hier wieder so ein Türbogen hin. Aber hier geht es dann später raus zum Garten. Ja, ich werde endlich mal einen Garten haben. Und ja, das Ganze mit das wurde ja in den Kommentaren geschrieben, dass ich doch beim Büro da eine kleine Terrasse für den Chef machen soll. Und das werde ich auch noch machen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache oder halt beim nächsten Mal. Kommt halt gleich drauf an, inwieweit ich noch Lust habe. Also Lust habe ich eigentlich immer, aber halt
muss ja auch auf die Aufnahmezeit achten und so weiter und so fort. Es ist ja immer nicht so einfach. Ne? Deswegen verzeiht, wenn es da dann, ne? Und so. Wenn es sich nochmal so ein paar Folgen hinziehen könnte. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich? Ich weiß es nicht. Wenn man mal seine Skizze lesen könnte. Also, hier kommen dann drei Dinger hin. Hier kommt so ein hin, so kommt so ein Ding hin. Okay. Und hier kommt dann wieder ein Türbogen hin. Wenn ich das richtig sehe. So. So. So, so und so. Und Erde. Ne, hier kommt hier Erde hin fürs Erste. Hier kommen wieder Glowstones rein. Da müsste eigentlich richtig sein. Dann kommen hier wieder zwei Glowstones hin. Hier kommt dann wieder... Zack. Und zack. Und zack. Und dann hier nochmal. Also ihr seht schon, das Ganze wird eine ganze Ecke verwinkelter als meine bisherigen Gebäude. Und deswegen bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze denn tatsächlich sein wird, wenn ich damit mal fertig bin. Und ich mache jetzt mal auf der anderen Seite weiter, weil ich brauche auch gleich wieder Erde. Weil sonst kann ich da nicht weiterbauen. Das ist dann natürlich schlecht. Beziehungsweise den Innenbereich hier können wir teilweise auch schon ausheben, weil da dann später mal Wolle hinkommt. Weiße Wolle. Ja, ich werde mal einen weißen Teppich haben. Oder vielleicht mache ich da auch Schachbrett kariert. Ich weiß es noch nicht genau. So und so und so. Und es wird dunkel, ne? Ja, es wird gleich dunkel. War ja klar. So, kommt das weg. Kommt hier wieder Glowstones rein. Und jetzt kommt ein merkwürdiges Konstrukt, ja. Pass auf. So. 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 Und. So. Ja. Und deswegen gehe ich jetzt mal kurz schlafen und dann würde ich sagen, mache ich ganz kurz doch an der Fabrik da weiter. Einfach damit ich das nicht vergesse, damit ich das nicht immer wieder vor mich hinschiebe. Und ja, deswegen halt, ne? Deswegen gehen wir gleich mit einem Blumentöpfchen und sowas hin und Spitzhacke und ich weiß nicht was noch alles. Und dann schauen wir mal. Können wir auch gleich die Axt mitnehmen aus dem Lagerhaus. Und ja, dann schauen wir mal. Na, wieso ruckelt Minecraft denn jetzt so? Das war vorher auch nicht. Das ist wahrscheinlich, weil ich Optifine noch nicht installiert habe. Weil ich es einfach noch nicht hingekriegt habe. Wieso, weshalb, warum, weiß ich leider nicht, aber... Naja. Vielleicht werde ich noch das Rätsel-Lösung finden. So, muss ich nochmal zurückpatchen auf die 1.5.2. Kann ich natürlich auch machen. Und dann funktioniert wieder alles einwandfrei. Beziehungsweise, wir haben ja auf 1.5.1 gespielt, nicht auf 1.5.2. Ja, wir waren ja richtig retro. Doch, Axe war ja drin, ne? Genau. Dann Lehm. Ist hier Kohle im Ofen? Ja, ein bisschen was. Ist okay. So. Haben wir denn noch Blümchen? Haben wir. Hier oben sind die, genau. Machen wir hier mal so. Obwohl, da hätten wir noch ein paar gehabt. Dann machen wir hier nochmal so. So, dann nehmen wir ein bisschen... Ah, das zuckt hier heute. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach echt nicht. Kann doch nicht sein hier. Hier nehmen wir ein bisschen was davon mit. Und dann sollte ich ja die Tischplatten gegen Stein austauschen. Haben wir denn Clean Stones hier irgendwo? Da. Dann machen wir doch mal ein paar Steinplatten. So. Das waren die falschen. So ist schon besser. So, 3, 4, 5, 6. So, machen wir mal 8 vorsichtshalber. Ich glaube, es waren nur 6, die wir da hatten. Aber sicher ist sicher. Dann haben wir jetzt hier auch tolle Magma-Creme. Die können wir auch mal da hinten ablegen. Wir müssen ja sowieso noch so einen Alchemietisch und sowas bauen. Aber das kommt halt noch. Ja, genau. Die Steine habe ich jetzt eingesammelt. Da wollte ich irgendwas ablegen. Irgendwas wollte ich ablegen, aber ich weiß nicht mehr was. Und ich kann so gut hier zur Musik singen. Eigentlich nicht, aber okay. So, machen wir nochmal ein paar Blümchen hier und ja, komm nochmal.
reicht mal wieder einzige Stein. Das war ja klar. So, legen wir meine Pfeil hier weg. Machen wir nochmal hier so. Zack. Und dann ist mir gerade was eingefallen, was wir Schönes machen können. Dann bräuchten wir mal wieder mehr Inventarplatz. Ja, das können wir zumindest schon mal aufeinander stapeln. Was haben wir eigentlich hier? Ach ja, der Netherquarz.